Was ist der angesehenste Beruf im Main-TV-Land? Laut einer neuen Studie Feuerwehrmann. Danach folgen Pfleger und Arzt. Auf dem letzten Platz der Versicherungsvertreter. Das sagen die Zahlen. Versicherungsvertreter sind Türklingeputzer. Versicherung, ja, hat bald immer Stress mit denen halt. Feuerwehrmänner ganz oben finde ich klasse. Wenn es brennt, kommen sie helfen. Toll. Klischees, Klischees, Klischees. Das reicht uns nicht. Was steckt wirklich dahinter? Feuerwehrmann versus Versicherungsvertreter. Das Duell. Kandidat 1? Florian Schott, Berufsfeuerwehrmann und Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Mömbris. Kandidat 2, Thilo Schneider, Versicherungsagent bei Finanzkonzepte Aschaffenburg. Aber bleiben wir noch einen Moment bei den Klischees. Ein Blick in den Arbeitsalltag von Feuerwehrmann und Versicherungsvertreter. Beim Anblick dieser Bilder ist eindeutig, wer hier als Sieger hervorgeht. Ja, es ist einfach so, dass die Leute sich dann schon natürlich auch bedanken, wenn man eine gute Tat getan hat. Das gehört einfach auch dazu. Es ist unser Job und wir machen unseren Job. Es ist kein heldenhafter Beruf. Sie werden nie einen Versicherungskaufmann oder Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler sehen, wie er mit einem Ball eine Tür einschlägt, um zum Kundentermin zu kommen. Egal ob Feuerwehrmann oder Versicherungsvertreter, ob Gewinner oder Schlusslicht. Fakt ist, in jeder Berufsgruppe gibt es genug Menschen, die Spaß an ihrem Job haben und solche Beliebtheitsumfragen mit ganz viel Humor nehmen. Also mit dem Heldentum ist es echt blöd, das finde ich selber saublöd. Vielen Dank. Bei dem Beitrag mit dem Berufe-Ranking war das ganz toll zu sehen, dass am Ende des Tages rauskam, dass beide Berufe ja den Menschen helfen. Der eine vielleicht eher mit einem körperlichen Einsatz, der andere im Büro sitzend. So ein Beitrag lebt natürlich von den Protagonisten. Und der Feuerwehrmann, klar, löscht da seine Häuschen. Aber der Versicherungsvertreter, der war richtig lustig. Und ich glaube, dieser Mensch ist ein sehr, sehr guter Verkäufer. Also dem hätte ich auch sofort eine Versicherung abgekauft.